Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Amen. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich zu diesem Gottesdienst zum ersten Advent. Ich wünsche Ihnen ein gutes, gesegnetes und friedliches neues Jahr. Nein, ich habe mich nicht vertan und den Sprechtext vom 1. Januar vor mir, aber wir fangen heute tatsächlich ein neues Jahr an. Das Kirchenjahr führt vom 1. Advent zum Ewigkeitssonntag. Und somit treten wir heute ein in ein neues Kirchenjahr. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Dieses Wort, dieser Satz von Jesus aus dem Lukas-Evangelium stammt aus einer Rede über die Endzeit und ist für mich ein zutiefst adventlicher Satz, weil er für mich das vereint, was ich mit Advent verbinde. Also vom persönlichen Empfinden und Erleben her gehört natürlich die ganze Dekoration des Hauses, der Umgebung, die diversen Anlässe dazu, ob die jetzt stattfinden werden oder nicht, ist dann noch nicht so ganz klar, aber geplant sind sie jedenfalls, die Adventsanlässe. Was ich mit dem Advent theologisch jedoch verbinde, das ist ein Perspektivwechsel und Hoffnung. Sie haben beim Hereinkommen ein Bild bekommen, das verbindet für mich diese beiden Aspekte. Sieht nicht besonders hoffnungsvoll aus. Eine Frau, ich nehme an Mutter mit ihrem Kind, auf einer sogenannten Litfaßsäule stehend, vielleicht eher zufällig unter einem dezenten Kreuz am oberen Bildrand, und der Blick der beiden ist in die Ferne gerichtet. Litfaßsäulen, das sind ja diese Dinger, diese Anschlagsäulen, an die Plakate geklebt werden. Sie wurden Ende des 19. Jahrhunderts in Berlin von einem Drucker mit Namen Litfaß erfunden. Und von daher dieser Name. Der Satz Jesu hingegen, ich sagte es schon, seiner Rede über die Endzeit. Und Endzeit, das tönt zunächst gar nicht so hoffnungsvoll. Wenn dieses anfängt zu geschehen, gemeint mit dieses, was anfängt, sind die Zeichen an Erde und Himmel, die von Jesu Wiederkunft künden, Zeichen, die wir auch heute fast täglich sehen, Katastrophen und Kriege, eine neue Virusvariante, wie passt das alles zusammen, die Konfrontation mit all dem und zugleich die Aufforderung, den Kopf hochzuhalten, aufzusehen, den Blick zum Himmel zu werfen. Wie kann ich im Dunkeln das Licht wahrnehmen? Ja, erster Advent. Wir dürfen jetzt wieder diese wunderbaren, bekannten Advents- und Vorweihnachtslieder singen miteinander. Unter der Nummer 363 fangen wir an. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Wir werden dann eine Strophe davon ganz am Schluss des Gottesdienstes noch singen. So können Sie, wenn Sie mögen, eines der kleinen Stoffbänderli dann hineinlegen. Dann finden Sie es dann am Schluss ganz schnell wieder. Jetzt zuerst die Strophen 1 bis 3. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit.
Zum Eingangsgebet und der Psalmlesung bitte ich Sie aufzustehen. Guter Gott, mach hoch die Tür, die Tore mach weit. Du bringst Heil und Leben mit dir. So haben wir gesungen. Heil und Leben, wie schön wäre das, wenn unser Leben wirklich heil und lebendig sein könnte. So oft erleben wir es anders. Und da, wo wir schuldig werden, an uns selber, an unseren Mitmenschen und an dir, vergib es uns. Du willst, dass wir heil leben können. Hilf uns dazu, jetzt in dieser adventlichen Zeit, wo wir uns einstellen möchten auf dein Kommen und so oft ob aller Hektik und Betriebsamkeit daran scheitern. Gib uns deinen Frieden und lass uns aufsehen zu deinem Kommen. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher wird mir Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er lässt deinen Fuß nicht wanken, der dich behütet, schlummert nicht. Sieh, nicht schlummert noch schläft der Hüter Israels. Der Herr ist dein Hüter, der Herr ist dein Schatten zu deiner Rechten. Bei Tag wird dich die Sonne nicht stechen, noch der Mond des Nachts. Der Herr behütet dich vor allem Bösen, er behütet dein Leben. Er behütet deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Amen. Thank you.
Als Gott in diese Welt kommt, sie gerade richtet, sie aufrichtet und uns Menschen zum aufrechten und befreiten Gang verhilft, das ist nicht nur eine adventliche Botschaft, das ist auch eine Botschaft, eine der Botschaften, die sich durch die Worte der Propheten des Alten Testamentes zieht. Und so lese ich zunächst aus dem Buch des Propheten Jesaja im Kapitel 11, die Verse 1 bis 5. Und aus dem Baumstumpf Isais wird ein Schössling hervorgehen und ein Spross aus seinen Wurzeln wird Frucht tragen. Und auf ihm wird der Geist des Herrn ruhen, der Geist der Weisheit und der Einsicht, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist des Wissens und der Furcht des Herrn. Und er wird die Furcht des Herrn atmen und er wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen und nicht entscheiden nach dem, was seine Ohren hören. Den Machtlosen wird er Recht verschaffen in Gerechtigkeit. Und für die Elenden im Land wird er einstehen in Geradheit. Mit dem Knüppel seines Mundes wird er das Land schlagen und mit dem Hauch seiner Lippen den Frevler töten. Und Gerechtigkeit wird der Schurz an seinen Hüften sein und Treue der Gurt um seine Lenden. Und der Prophet Zacharia sagt im 9. Kapitel: Juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem, sieh, dein König kommt zu dir, gerecht und siegreich ist er, demütig auf einem Esel reitend, auf einem Fohlen, einem Eselsfohlen. Ich werde die Streitwagen ausrotten in Ephraim und die Pferde in Jerusalem, und der Kriegsbogen wird ausgerottet, und er verheißt den Nationen Frieden. Und seine Herrschaft reicht von Meer zu Meer und vom Strom bis an die Enden der Erde. Amen. Thank you.
Juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir. Worte des Propheten Zacharia, die ich gelesen habe. Ich lese aus dem Matthäusevangelium, aus dem 21. Kapitel, die Geschichte, Jesus in Jerusalem einzieht. Und als sie sich Jerusalem näherten und nach Bethphage an den Ölberg kamen, da sandte Jesus zwei Jünger aus und sagte zu ihnen: Geht in das Dorf, das vor euch liegt, und gleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr. Bindet sie los und bringt sie zu mir. Und wenn jemand euch Fragen stellt, so sagt: Der Herr braucht sie. Er wird sie aber gleich zurückschicken. Das ist geschehen, damit in Erfüllung gehe, was durch den Propheten gesagt ist. Sagt der Tochter Zion: Siehe, dein König kommt zu dir, sanft, auf einem Esel reitend, auf einem Füllen, dem Jungen eines Lasttiers. Die Jünger gingen und taten, was Jesus ihnen befohlen hatte, brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider auf sie, und er setzte sich darauf. Eine riesige Menschenmenge hatte auf dem Weg ihre Kleider ausgebreitet, einige schnitten Zweige von den Bäumen und breiteten sie auf dem Weg aus, und die Scharen, die ihm vorausgingen und ihm folgten, riefen: Hosianna dem Sohn Davids, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Amen. Tochter Zion, freue dich, jauchze laut, Jerusalem, sieh, dein König kommt zu dir. Unter der Nummer 370 singen wir die drei Strophen.
Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Die Konfrontation mit dem Leid und zugleich die Aufforderung, Jesu das Haupt zu erheben, den Blick aufwärts zu richten, das ist die Herausforderung. So habe ich eingangs gefragt oder so habe ich gesagt. Wie kann das sein, liebe Gottesdienstgemeinde? Ich glaube, es kann sein durch einen Perspektivwechsel, zu dem der Advent einlädt. Aufsehen, weil unsere Erlösung naht, das heißt, das allzu Selbstverständliche in Frage zu stellen, weiter zu blicken, also auf den eigenen Bauchnabel oder die Füße auf dem Boden, auf dem Boden, auf dem wir meinen, sicher zu stehen, auf dem Bild, das Sie vor sich haben, machen diese Frau, ich sage jetzt einmal diese Mutter und das Kind genau dies. Dieser Perspektivwechsel kann uns den Blick öffnen für eine andere Wirklichkeit. Ich glaube daran, dass das, was hier geht, was läuft, die Gesetze, die scheinbaren Gesetzmäßigkeiten dieser Welt, der tägliche Trott, dass das nicht das Letzte ist. Es geht nicht immer so weiter, sondern ich glaube daran, dass die Welt ein Ziel hat, ein Aufgehobensein, ein Geborgensein bei Gott. Und mir ist dieser Gedanke wichtig, er ist mir einerseits wichtig für mein persönliches Leben, es gibt mir eine Hoffnung, diese Welt, in der wir Menschen leben, sind Gott nicht egal. Er steht unserem Treiben nicht gleichgültig gegenüber. Ich glaube daran, dass er uns erwartet. Er heißt uns willkommen. Und zwar einerseits jeden einzelnen Menschen nach seinem Tod. Ich weiß nicht, wie viele Beerdigungen ich in meinem Leben schon gehalten habe. Sind sicher mehrere hundert. Ich glaube daran, dass jeder einzelne dieser Menschen von Gott willkommen geheißen wurde. Und ich glaube auch daran, dass diese Verheißung nicht nur jedem einzelnen Menschen, sondern der ganzen Welt gilt. Es ist ein tröstlicher Gedanke für mich, aber kein vertröstender Gedanke. Wir reden von Jesu Wiederkunft, weil er schon längst in der Welt angekommen ist. Und da sind wir jetzt im Advent, in der Vorbereitungszeit auf diese neue Ankunft Gottes. Und auch da wieder eine Vorbereitungszeit in zweifacher Hinsicht. Einmal auf Weihnachten, dem Fest der Menschwerdung, oder wo wir uns daran besinnen, dass Gott unser menschliches Schicksal geteilt hat. Und wenn ich mich darauf intensiv vorbereite, dann bereite ich mich zugleich auch auf seine zweite Ankunft, seine Wiederkunft. Ist immer noch mit Angst und Schrecken verbunden, das Ende der Zeiten. Ich möchte das auch ernst nehmen, aber nicht im Sinn einer Weltuntergangspanik. Jetzt kommt eine neue Variante des Virus. Sondern ich möchte es verstehen als Verheißung und Einladung, unser Leben vom Ende her zu denken, in allen Sorgen des Alltags und der Hektik, vielleicht gerade auch in dieser Adventszeit, dürfen wir eines nicht vergessen. Adventlich leben heißt, Jesu Wiederkunft als Ziel, als Möglichkeit immer vor Augen zu haben und so zu leben, dass man uns diese Überzeugung auch anmerkt und spürt. Das sind Menschen, die denken weiter.
als nur über den Alltag hinaus. Diese Hoffnung, dass alles zu einem guten Ende kommen wird, dass wir, auch wenn der Boden unter den Füßen schwankt, wenn sich liebgewordene Sicherheiten als Illusion erweisen, dass wir dennoch getragen sind von Gott und seiner Liebe. Und so verstanden ist Advent nicht nur ein Thema für die paar Wochen bis Weihnachten und dann hat man es hinter sich und kann den Kranz wieder entsorgen und die Dekos wegräumen, sondern es ist ein Merkmal christlichen Lebens und christlicher Existenz. Und schön wäre, wenn die Adventszeit, diese Wochen jetzt zu Weihnachten hin, uns helfen würde, sich darauf neu zu besinnen. So zu leben, gelassener zu sein, nicht frei von Angst und Zweifel, sondern die irdischen Probleme, alles, was da so ein bisschen schräg und schief läuft, gerade in dieser Zeit, das in ihrer Verhältnismäßigkeit zu sehen. Dieser Rahmen könnte uns bewahren, einerseits von einer seligen Rückschau, früher war doch alles besser, genauso wie vor einem weltfremden Blick in die Zukunft, sondern einfach Gottes Gegenwart im Hier und Heute zu erfahren, ein Gespür dafür zu bekommen, wer Jesus heute für mich sein könnte, aufzusehen, das Haupt zu erheben, denn meine Erlösung naht, wie Zacharia sagt. Denn ich glaube, auch gegen jeden Augenschein, über den Horizont hinaus, dass es kein menschliches Leben gibt, das nicht Sinn, Erfüllung und Vollendung finden kann. Die letzte Stunde dieser Erde oder meine ganz persönliche letzte Stunde, das wird eine Stunde der Befreiung sein, bei der aller Ballast von uns genommen wird. Und wenn ich daran glaube, kann ich heute schon viel befreiter, leichtfüßiger und aufrechter leben. Übrigens, diese Personen, die da auf diesen Litfaßsäulen stehen, die sind ein bisschen verteilt über die Innenstadt von Düsseldorf. Der deutsche Künstler Christoph Pöckeler hat sie geschaffen und er nennt sie Säulenheilige. Säulenheilige waren in den Anfängen der Kirche Menschen, die auf hohen Säulen ihr Leben lebten, also gleichsam entfernt von den Menschen und näher bei Gott, so ein bisschen eine schräge Vorstellung in unseren Augen. Wir müssen keine Säulenheiligen sein, denn Gott kommt zu uns Menschen herab. Wir müssen nicht gleichsam zu ihm hinauf wollen. Wir müssen ihn nur sehen wollen. Und darum Kopf hoch, Augen auf für die Menschen neben uns, zum Beispiel für die Fremden, die zu uns kommen. Die hatte auch Christoph Pöckeler im Blick, denn der Mutter und ihrem Kind, denen gab er diesem Werk, gab er den Namen Fremde. Sie stehen auf einer Säule, damit ich sie sehe, und aus dem Gesehenwerden soll ein Miteinander werden. Advent lädt ein, die Augen zum Himmel zu richten und so einen neuen Blick zu gewinnen. Auf mich selbst, für mein Leben, für die Menschen um mich herum. Mich aufrichten lassen von Gottes Versprechen, dass wir bei ihm geborgen sind, und aufzubrechen zu den Menschen. Mit ihnen gemeinsam in die Zukunft schauen
und gemeinsame Schritte gehen. Amen. Wir wollen miteinander das Abendmahl feiern, das Brot und den Wein, den Traubensaft teilen, uns beschenken lassen von Gottes Dasein für uns, jedes Einzelne und für die ganze Welt. Wir danken Gott für seine Gaben. Wir bleiben zum Eingangs- und Dankgebet für das Abendmahl sitzen. Ja, guter Gott,
Augen auf, Blick hoch auf uns selbst, die eigenen Bedürfnisse auch wahrnehmen, sie uns zugestehen, die Bedürfnisse der Menschen um uns herum, für sie da sein und die ganze Welt, deine Schöpfung, zerbrechlich, gefährdet, Augen auf, Blick hoch, im Wissen, dass du mit uns bist. Wir danken dir, Gott, für deine Gaben, das Brot, den Wein, den Traubensaft, Früchte der Erde und der Arbeit von Menschen. Segne diese Gaben und lass sie uns zum Zeichen werden, dass du mit uns unterwegs bist, jetzt durch diese Adventszeit und in jeder Stunde. Dafür danken wir dir und dafür loben wir dich. Amen. Und diesen Dank und dieses Lob wollen wir ins Lied 233 hineinlegen. Nun danket alle Gott mit Herzen, Mund und Händen. Wir singen die beiden ersten Strophen davon. Zu den Einsetzungsworten des Abendmahls, zum Fürbittegebet und anschließenden gemeinsamen Unser Vater bitte ich Sie aufzustehen. Der Apostel Paulus schreibt: Denn ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch dann überliefert habe. Jesus, der Herr, nahm in der Nacht, in der er ausgeliefert wurde, das Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot und sagte: Das ist mein Leib für euch, tut dies zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, tut dies, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt in Herrlichkeit. Wir wollen beten. Guter Gott, an diesem Morgen des ersten Advents wollen wir in unseren Gedanken hinausgehen
aus dieser Kirche heraus zu den Menschen, die den Blick gesenkt halten, die nicht aufsehen können, die den Mut verloren haben, die sich klein gemacht fühlen oder sich selber klein gemacht haben. Hilf ihnen, aufzusehen, gerade zu sein, dein Dasein zu spüren und sie stärken zu lassen. Wir bitten dich für uns selber, dass auch wir unsere Augen immer aufheben können und den Blick finden zu den Menschen, die uns nötig haben. Und wir bitten dich für die ganze Welt, deine Schöpfung. Lass uns vorangehen, lass uns am Frieden bauen, lass uns für Gerechtigkeit einstehen, lass uns für Menschenwürde kämpfen. Das bitten wir dich im Namen Jesu, der wiederkommt und der uns gelehrt hat zu beten: Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Sie dürfen Platz nehmen. Das Brot, das wir brechen, ist Gemeinschaft mit Jesus. Nehmt vom Brot des Lebens. Der Kelch, aus dem wir trinken, ist das Zeichen des neuen Bundes mit Gott. Trinkt aus dem Kelch der Liebe Gottes. Sie sind alle eingeladen, am Abendmahl teilzunehmen. Wir haben kleine Becher, ein Plateau mit weißem Wein. Das wird Charlie Pulli haben. Ein Plateau mit rotem, alkoholfreiem Traubensaft bei Sandra Niedecker. Eine kleine Regieanweisung. Wir werden aus dem Video, das von diesem Gottesdienst gemacht wird, die Sequenz des Austeilen des Mahles natürlich herausschneiden. Es wird sie also niemand sehen, wenn sie zum Mahl kommen oder eben auch nicht kommen. Fühlen Sie sich frei. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter meinem Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Und Jesus sagt: Selig sind, die Hunger und Durst haben nach Gerechtigkeit, sie sollen satt werden. Kommt, es ist alles bereit. Gott, du hast dich für uns gegeben im Zeichen des gebrochenen Brotes, damit auch wir uns geben können. In den Dienst an unsere Mitmenschen, mit unseren Fähigkeiten und Grenzen, mit unserer Arbeit, unserer Zeit, einem guten Wort, da wo Streit ist. Hilf uns zu sehen, zu erleben und zu spüren, dass auch wir glücklicher sind, wenn es unseren Mitmenschen gut geht,
Bleibe bei uns. Unsere Herzen werden froh sein und leuchten wie die Sonne und die Sterne am Himmel. Bleibe bei uns, lebendiger Gott, mitten unter uns. Amen. Vielen herzlichen Dank, Sabine Raymond Burkhardt, Simone Raymond Burkhardt und Sabine Colli. Die Vornamen verwechselt, sorry. Für eure Musik. Ihr habt uns den Blick aufheben lassen, musikalisch. Danke vielmals. Danke auch an Charlie Pulli, unseren Siegeristen, Sandra Niedecker, das Mithelfen beim Austeilen des Abendmahls. Ein Blick auf die kommenden Tage. Am Dienstag, am 30. November, haben wir Kirchgemeindeversammlung um 20 Uhr im Kirchgemeindesaal. Am Donnerstag, 2. Dezember, Donnerstagkaffee für die Seniorinnen und Senioren. Am nächsten Sonntag, am 5. Dezember, haben wir französischsprachigen Gottesdienst, Culte de l'Avent. Dieser Gottesdienst wird dann musikalisch begleitet sein von Elisabeth Gräub, der Querflöte und Magdalena Wassen an der Orgel. Also erneut ein musikalisch sehr reichhaltiger und reicher Gottesdienst, der nächsten Sonntag ansteht. Ich möchte Sie auf etwas noch hinweisen, den umgekehrten Adventskalender. Sie finden Flyer dazu auf dem hinten beim Ausgang. Umgekehrter Adventskalender, statt jeden Tag ein Päckli zu öffnen, jeden Tag ein Päckli in einen großen Korb legen. Haltbare Lebensmittel, Kleider, Artikel des täglichen Bedarfs, Dusch, Gel, Shampoo, was auch immer. Diese Lebensmittel und diese Artikel des täglichen Bedarfs, auch Kleider sind willkommen, werden dann verteilt an Bedürftige im Kanton. Wir arbeiten mit Carton du Cœur und Point d'Ancrage zusammen. Beide Werke sind bekannt. Im zweiten Corona-Jahr sind noch mehr Menschen auf diese Unterstützung angewiesen. Ich möchte Ihnen also diesen umgekehrten Adventskalender vielleicht als Familienprojekt sehr herzlich empfehlen und danke für alle Gaben, die wir dann am Dienstag, 21. Dezember, einsammeln werden. Alle Details finden Sie auf dem Flyer, der beim Ausgang aufliegt. Die Kollekte
ist bestimmt am heutigen ersten Adventssonntag für das Hex, und zwar als kantonalkirchliche Kollekte. Der Synodalrat schreibt dazu: Adventszeit, Hoffnungszeit. Der Synodalrat empfiehlt, die nationale Kampagne von Hex mit einer Kollekte zu unterstützen. Abdulhamid ist 17 Jahre alt. Mit 12 ist er mit seiner Familie aus Myanmar geflüchtet und seither lebt er mit rund 1 Million anderen Rohingya im Süden von Bangladesch in einem Flüchtlingscamp. Das Schicksal von Abdul teilen viele. 82 Millionen Menschen, 82 Millionen Menschen sind derzeit weltweit auf der Flucht. Und jeder Neunte leidet Hunger. Bis zum Jahr 2050 könnte der Klimawandel den Lebensraum von mehr als 1 Milliarde Menschen bedrohen. Hex konnte und kann immer wieder im Leben Einzelner einen großen Unterschied machen und deren Welt zum Besseren verändern. Abduls Familie kann heute dank dem Hex in einer stabilen Unterkunft leben. Die Familie hat Material und Saatgut erhalten. Entlang ihrer Hütte bauen sie Gemüse an. Und Abdul steht für viele Millionen Menschen, die Hex in den vergangenen 75 Jahren unterstützen konnte und die es auch in Zukunft unterstützen wird, bei ihrem Kampf um Land, gegen den Hunger, auf der Flucht, beim Einfordern ihrer Rechte und beim Finden ihres Platzes innerhalb der Gesellschaft. Augen auf, auf die Menschen, die uns nötig haben. Ich möchte Ihnen die Kollekte sehr herzlich empfehlen und danke für Ihre Gabe. So, jetzt wünsche ich Ihnen, euch und uns allen einen wunderbaren ersten Adventssonntag, ein ruhiges Hineingehen in die Adventszeit, eine ruhige Adventszeit und viel Gutes im Hingehen auf Weihnachten. Ich bitte Sie aufzustehen zum Singen der Liedstrophe 7 aus dem gleichen Lied wie eingangs 363. Macht hoch die Tür, Strophe 7. Dann bitten wir um Gottes Segen und hören uns das Ausgangsspiel noch sitzend an. Die Strophe 5, Charlie hat es richtig aufgenommen, wie ich es geschrieben habe, das war mein Fehler. Es war nicht Strophe 7, sondern Strophe 5. Aber Sie haben es gemerkt. Bitten wir um Gottes Segen auf unseren Weg. Der ewige Gott segne uns und behüte uns. Der ewige Gott lasse leuchten sein Angesicht über uns und sei uns gnädig. Der ewige Gott wende sein Angesicht uns zu und schenke uns und der ganzen Welt seinen Frieden. So segne uns der allgütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden. Amen. Musik